Hallo, 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 weiter geht's mit South Park, der Stab der Wahrheit. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße ganz herzlich. Ganz herzlich natürlich, ich kann heute irgendwie nicht sprechen, ich weiß gar nicht, wieso, sorry dafür, für die ganzen Versprecher. So, ab vorbei hier, wir haben letztes Mal mit El Gore Spaß gehabt und werden jetzt auf jeden Fall entweder Talken aufsuchen oder von Herr Sklave, der halt gerne von Mr. Garrison in den Arsch gefickt wird, in seinen kleinen Knackpo. Kennt die Folge, ne, wo alle schwul geworden sind, beziehungsweise diese schwule Art haben? Ihr versteht, wisst, was ich meine, ne? Und da wollen sie alle nicht in den Knackpo von Mr. Sklave reinlümmeln. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, denn Mr. Sklaves Knackpo ist doch ganz sexy. Da gehen wir jetzt hin oder zur Post. Oh, hinten ist halt das Haus von Token schon, ich sehe es doch schon. Ist halt das Riesending hier. Das ist halt direkt auf dem Weg und die Post ist halt schon weiter weg. Schweinebärmann. Ach, hier kann man unter die Erde und den Schweinebärmann-Sensor aktivieren. Interessant. Aber wir gehen jetzt hier hoch zu Talken. Guck mal kurz bei seiner Riesenvilla, was da so abgeht. Slow. Na klar bin ich slow. Ich bin auch lau. Oh, sehr schön. Hallo. This is a gated... Oh! If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. Das ist der Security-Mann. Torzerstörer. Das ist der Security-Mann von dem Einkaufszentrum. Du bist merkwürdig, ja. Und du bist scheiße und ich furze dir ins Gesicht. Get your gross ass out of here. Yeah. Was brauchen wir? Eine Gasmaske, um da vorbeizukommen wegen Pfefferspray? I don't know. Carmine hat so immer eine Nachricht an seine Pinfan gepostet. Moment. Erstmal kurz die Quest erweitert. Tor zerstöre. Finde einen Weg in Tokens bewachte Gemeinde, um ihn für Cartmans Königreich zu rekrutieren. Aber hier wird was gepostet. Neuen Freund, Tweet. Yes. Alter, jemand hat gerade ein Video hochgeladen, wie du eine Ladung Gas abbekommst. Warte, das muss ich mir noch einmal ansehen. Wenn man weiß, was kommt, ist es sogar noch lustiger. Butters und drei andere gefällt. Butters? Bei Jimbos Waffen gibt es eine Auswahl Gasmasken, die Pfefferspray als Selbstverteidigung total nutzlos werden lassen. Komm vorbei. Oh, wir können zu Jimbos Laden. Wo denn sonst hin? Mr. Poslowski, was hat er geschrieben? Ich habe gerade einen neuen prominenten Kunden bekommen. Ach, das hatten wir schon. Ah, das hatten wir auch schon. Ja, sehr geil. Sehr schön. Und Butters gefällt das. So ein Sack. Butters? Wieso denn nur? Wir brauchen auf jeden Fall eine Gasmaske. Das passt schon mal. Hier sitzen schon wieder weg. Hier ist ein Einkaufszentrum. Kommt der, ihr beiden, kommt der. Ich brauche noch ein bisschen Übung, deswegen kommt mal ran. Rüstung erhöht, ich bin lächerlich. Der fängt an. No. So ein Drecksack. Was macht der? Angriff erhöht. What? Aber immer nur ein Hit. Immer auf Butters. Butters ist einfach nur. Der muss ins Gesicht bekommen. Wir machen mal hier den Eiertritt. Wieso? Ja, was können. Man, I could be watching TV right now. Oh yeah, es macht so viel Damage. Oh, sehr gut. Muss ich eigentlich den S gedrückt halten? Ich weiß es immer noch nicht. Der liegt am Boden, deswegen können wir den anderen Kollegen hier mit dem Hammer der Gerechtigkeit. You're not waiting on me, are you? Ja, wir nehmen den Hammer der Gerechtigkeit. Genau, drücke A und D und klicke mit der linken Maustaste. Okay. Go. Oh yeah. Angepisst ist er. Scheißegal. Ist der noch betäubt hier unten? Ja, sehr gut. Der kann nur einmal angreifen. Butters kassiert wieder ein bisschen. Ist okay. Das werden wir kurz den Kollegen da oben finishen. 37 Rüstung, was ist denn los mit dir, mein Freund? You'll pay for that. So, 19 Damage ist nicht ganz so viel. To battle. Auf in den Kampf! Butters muss sich doch unbedingt mal in Professor Chaos verwandeln, damit er was reißen kann. Oh, zu früh gedrückt. Shit, schlecht. So, jetzt aber. Finishen. Ein schöner Schlag. Der steht wieder auf. Der ist down. Sehr, sehr geil. Schöne Schlagsahne hier. Und der wird jetzt auch gefinisht. 50, ich bitte dich, mit 8 Rüstung. Dann macht Butters mehr. Natürlich 56, easy. Schissi, glaubst du, was stand da? Keine Ahnung, Butters hat die Schnauze. Du glaubst eh nur scheiße. Du findest es nämlich gut, dass ich Pfefferspray ins Gesicht bekomme. Also, Spielzeugtruck. Nicht schlecht. Hallo. Was that you? Ja, das war ich. Kann ich da drauf gehen? Nein, ist zu. Oh, was ist hier denn los? Das Restaurant ist kaputt. Mr. City Fuck. Die Katze getötet. Sie wünscht den Pokémon, da oben ist kaputt. Und die Katze da, oh mein Gott, was ist denn hier los? Wieso bloß, wieso? Oh, da ist ein Chip-Pokémon. Oh, hier ist Feuer. Und ein eingefrorenes Chip-Pokémon. Lass mich raten, ich muss irgendwann freifurzen. Ich habe noch nicht die Fertigkeit dafür, soweit ich weiß. Ja, ich bin ein Mädchen. Oh, hier, guck mal, Kindergartenkind. I couldn't decide where to hide. Oh, die hatte die Herzchen drauf, auf, wie lieb. Komm hier rein.
Der Friedensturm ist auch verschlossen. Schade. Help! Da ist doch City Walk. Ich hab mich vertan. Das war doch noch nicht City Walk. Kommen wir zu City Walk rein. 4 von 6 Kindergartenkinder gefunden. Natürlich, die Kleinen finde ich immer. Ich bin doch Pedolas. Nein. So, was haben wir hier? Oh. Goddamn, Mongolian. Au! Der sieht irgendwie böse aus. Gegen den kann ich gar nicht kämpfen. Habt ihr umsonst abgeschossen? Kann ich euer Essen abschießen? Was ihr da esst, ist glaube ich scheiße, oder? Ist allgemein du Scheiße, was der hier hat. Was ist mit dir los? Hello, welcome to Shitty Walk. Take order, please. Ihre Bestellung bitte. Only thing we're serving today is a Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. The Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Was kann ich denn überhaupt hier kaufen? Gesundheitstrank, Geschwindigkeitstrank, brauche ich nicht alles. Okay, wir müssen die mongolischen Kinder vergenussferkeln. Hallo. Entschuldigung. Entschuldigung. Alter, die essen echt nur Scheiße hier. Moment. Oh yeah. Gehen wir denn direkt da rein? Das ist ja nebenan. Wir könnten eigentlich die Quest machen. Könnten wir. Wir könnten. Moment, kaputt geklatscht. Schön. Wir machen es auch. Warum kann ich ihn denn nicht kaufen? Ich check es nicht. Ich kann mit dem reden. Hey, no fighting in here. Oh, ich kann hier hintergehen. Lol. Ich habe rotbraune Farbe fast übersehen. Und 1 Cent oder was auch immer. Sehr schön. Ja, City Walk, ne? Raus hier. Er zockt mit dem Handy. Was ist los mit ihm? Oh Gott, nein! Wo kommt die denn her, die Drecksäcke? Let's do this! Komm die einfach da raus. Hab ich total überrascht. Konterhaltung, ich bitte dich. Weiß nicht, was du kontern konntest, dann sag. Du aber geblockt, richtig schlecht. Was macht er? Wir Blümchen, so eine Pussy. Wow. Das war krass. So, fangen wir an mit dem Kollegen hier. Und zwar schön der Eiertritt, natürlich. Komm, komm, komm. Oh yeah, ich hab ihn einfach gewonshottet mit der Fertigkeit. So geil. Und Butters wird jetzt hier erstmal den Hammer der Gerechtigkeit auspacken. 90 Damage. So ins Gesicht gedrückt. Den geilen Hammer. Es muss so wehtun. Oh, er steckt nur zweimal. Aber fast perfekt geblockt. Jetzt noch ein schöner Schlag. Und tschüss, auf Wiedersehen. Das war ein elfischer Schwertkämpfer. Kann zurück zu Mama gehen und an den kleinen Zitzen saugen. Mitnehmen. Sehr schön. Oh! Immer schön anstoßen, alle. Wir machen die Quest jetzt einfach. Ich meine, es ist nebenan und es geht schnell bestimmt. Hoffe ich auch mal. Rein da. Ich hoffe, das ist nicht zu krass vom Level her. Wir werden es sehen. Wir sind ja gut, ne? Wir wissen, wie der Hase läuft. Deswegen. Hey! Was soll das? Oh, der sieht. Oh, die sehen böse aus. Die sehen sehr böse aus. Die sehen sehr, sehr böse aus. Ich mach erstmal den hier auf beide. Das sollte passen. Ja, beide getroffen, aber boah, wie viel die aushalten? Shit. Okay, dann machen wir auf den hier. Hammer der Gerechtigkeit. Hammer der Stimme trifft alle Feinde. Nebeneinander. Sind die Zellen, die nebeneinander? Okay, das geht. Ist aber schwach. Warum ist das schwach? Warum ist das halt schwach? Keine Ahnung. Machen wir trotzdem. Machen wir. Schwach? Ach, die sind da schwach gegen. LOL. Boah, das hat sie gewonshottet. Was ist los mit dir, Buddy? Du bist der krasseste Scheiß. Jetzt einfach gewonshottet. Einfach gewonshottet, weil es Butters ist. Alter, du bist so fertig mit der Welt, Butters. Das schaffen wir easy. Sind Mongolen Kinder anfällig gegen. Weiß ich nicht, gegen Butters? Das hört sich zu falsch an, gegen Butters. So, was mitnehmen hier. Oh, Krummsäbel. Mhm, sehr geil. Was haben wir hier Schönes? Geld.
Gerütztes Feuerwerk. Ja, total toll. Und hier Geld. Oh, Gesundheitsgetränke hier. Geil. Wie komme ich da hin? Das ist natürlich jetzt total schwer. Also, es war hart. Wir haben die ja schon Pokémon hier, die Mongolen. Diese Musik hier. Oh, ein Schlüssel. Beziehungsweise ein Ding verschlossen. Komme ich nicht ran, ne? Oh. Entschuldigung. Das war nicht gewollt. So. Wir können erstmal einen schönen Eiertritt machen. Gegen den, warum denn nicht? Ah, war nicht perfekt, schade. Jetzt können wir wieder gucken. Ist das denn jetzt wieder... Und die Schwach dagegen? Nur die Fernkämpfer scheinbar. Aber die zählen die neben... Die zählen eigentlich noch als nebeneinander, ne? Ich glaube schon. Ich hoffe es doch mal. Nein, das war nur einer. Okay, ist egal. Ist egal, gar kein Ding hier. Easy, easy, easy. Wut der Horde. Oh, wie schnell die schlagen. Shit. Der schlägt nur einmal. War das auf 23 gedroppt? Den werden wir kurz finishen hier. Schön, 42. Ab, zurück zu deinen mongolischen Freunden. Ja, jetzt müssen wir die noch bearbeiten. 136. Könnte sein, dass nächste Runde Butters einfach verreckt. Aber wie gesagt, Butters ist einfach... Butters ist down. Shit, egal, den packen wir trotzdem, Leute. Den packen wir. Ist gar kein Problem für uns. Gar kein Ding für den King. Schön. 45 Damage. Nur einmal blocken, er macht nur einen Schlag. Ja, das sieht was. Das wird was. 42, ja, noch 3. Wenn er sich jetzt nicht heilt, war es das. Wow. Oh, macht der Aua auf einmal. Der macht halt entweder so schnelle Schläge oder so einen großen. Trotzdem gewonnen. Wir sind ja dann wieder voll. Wir wollen deswegen keinen Trank benutzen. Und erfahrungstechnisch sollte das hoffentlich auch alles passen. Oh, Sieg, EP. Und den Mongolenbogen habe ich bekommen. Interessant. Hier gibt es einen krummen Säbel. Was kann denn dieser mongolische Bogen? Ist der besser als meiner? Kurz Inventar abgecheckt. Wo ist er denn hier? Oh, der ist Level 3, Alter. Richtig krasser Bogen. Der preisgekrönte Bogen des gefallenen Mongolen Khan. 35 mal 3 plus 10 Feuerdamage. 3 harte Treffer. Trifft für zusätzlichen Schaden. Stark gegen Rüstung. Waffe trifft dreimal stark gegen Schilde. Ah, geil. Geil, geil, geil. Schön, schön. Kann ich hier durchlaufen? Oh, hier. Ah. Oh, ich brauche einen Schlüssel. Shit. Was ist da oben noch? Nix. Kann nur kaputt gemacht werden. Kann ich das Feuerwerk aktivieren irgendwie? Oh. Kann ich. Jawohl, ich kann Feuerwerk schießen. Hui. Oh, ist das toll. Komm, alle losschießen. Oh, man kann einfach überall mit interagieren. Das ist so ein geiles Brett, dieses Spiel. Ah, da ist ein Schlüssel. Wie komme ich da hin? Aber hinlaufen. Da ist er noch. Der Mongolen-Schatzschlüssel. Das ist hier Pokémon. Ich wusste es doch. Lammtron. Endlich haben wir Lammtron. Aktivieren wir auch mal kurz das Feuerwerk hier alle. Da gibt es ja irgendwas Tolles deswegen. Haben wir jetzt den schon gelootet? Scheinbar schon. Okay, das ist eine Kiste bei dieser Musik. Wenn wir kurz die Kiste aufmachen hier von dem mongolischen Schatz. Flammenschwert und Mongolenbart. Müssen wir etwa die Eier am Kinn jetzt endlich mal entfernen? Ich glaube schon, es wird Zeit, Leute. Es wird Zeit, die Eier am Kinn zu entfernen durch den Mongolenbart. Es tut mir natürlich leid und ich weine schon ein bisschen innerlich, aber irgendwann muss es mal geswitcht werden. Und eine neue Fertigkeit bekommen. Sind so welche Sockel, die ich draufpacken kann? Ich gehe mal höher. Moment. Erst noch runterschießen alles. Da könnte sich hier noch was verstecken. Kann ich das runterschießen? Nein. Also hoch da, aber auf den Turm und die Mongolen besiegen. Ah, Feuerwerk. Sehr schön. Kann ich das auch aktivieren, was an der Wand hängt? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment. Hoi. Joi. Joi. Sehr schön. Kurz zwei noch bewusstlos geschlagen. Dann können die jetzt nämlich nicht direkt angreifen, glaube ich. Oh yeah, richtig gut. So, Leute, jetzt der mongolische Bogen auspacken hier, oder was? Nein, Fertigkeit. Können wir beide treffen. Aber es kann sein, dass Butters die beiden hinten wieder one-shottet. Deswegen werde ich den erst mit dem Eiertrip bewusstlos schlagen. So ist der Plan. Sehr schön. Sehr, sehr geil. So, jetzt gucken wir kurz, ob das wieder effektiv ist. Butters schwingt seinen Hammer. Genau, genau, genau. Nein, das ist falsch. Und zwar der hier. Oh yeah. Es ist halt wieder. Es ist so geil. One-shottet er wieder alles? Kommt schon, Butters. Es ist so geil. Ich weiß nicht, wieso auch Mongolen sind einfach anfällig gegen Butters seinen Hammer.
Alter, wie easy das einfach ist gegen die mit Butters. Das ist ja einfach lächerlich. Professor Chaos zeigt, was er kann. Geil. Endlich kann Butters auch mal was. Er kriegt schon weg vor Angst. So, schon alle looten hier. Alles nehmen. Dankeschön. Komme ich so nicht rum? Muss ich hier rumlaufen? Jawohl. Was habt ihr denn alles für mich? Kehr mit dem ganzen Scheiß. Ist mein Loot jetzt. Gib mir die Laterne. Anzünden hier. Den Scheiß. Drachenschwanz gefunden. Ja, ja, geiler Schwanz. Der kommt bestimmt da rein. War easy. Und nur? Oh, kann ich gegenschießen scheinbar. Ah. Einfach gegenschlagen. Jetzt bin ich ganz oben. Kann man nicht einfach, könnte man nicht einfach von hier da durchgehen? Das ist eine Wand, okay. Ich habe mich schon gewundert. Ja, die eklige Musik kommt schon wieder ab. Ganz oben auf dem Turm. Wer erwartet da? Wer wartet da auf uns? Was? Die kämpfen? Die erwachsene Mongol muss jetzt gegen die kämpfen, oder was? Nein. Ich muss gegen die richtigen Mongol kämpfen. Holy moly. Ob das was wird? Das ist nur ein Gegner. Okay. Das ist die Horde. Deswegen werde ich sie erstmal betäuben. Das ist gut. Betäuben ist gut. So. Sehr schön. Betäubt 426. Die lassen sie nicht betäuben. Oh mein Gott. Sind die anfällig gegen den Hammer der... Also gegen die nicht anfällig? Sind nicht dagegen anfällig? Sehr gut gegen Rüstung. Haben die viel Rüstung? Die haben... Ja gut, doch, die haben ein bisschen Rüstung. Deswegen machen wir das jetzt so. Komm, komm. Sehr schön. Alter, wie viel die ausfallen. Wie viel Damage machen die jetzt? Ich brenne! Oh mein Gott. Wie groß die auch einfach sind. Was ist denn das? Oh, habe ich da gerade hingekotzt? Ich glaube schon. So, erstmal kurz eine heile Berührung. Sehr gut, jetzt kann ich noch angreifen, ne? Na klar, das ist gut. Sehr schön, das ist natürlich besser, wenn sie mich angreifen, weil... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel Schaden das macht. Willst du mich verarschen? Okay, Knochenbrecher drauf. Oh, nicht getroffen. Was war das? Das war nicht gut. So, heilen die Berührung. Ich muss dich wieder heilen. Und weiter geht's mit einem Hammer der beziehungsweise einem normalen Schlag. Oh, ist gerade ein krasser Gegner. Bitte können die sich nicht heilen. Oh, wie gut der Mensch das gemacht hat auf Butters. Was? 42, 134 haben sie noch. Ich muss Butters heilen. Ich muss sowas von Butters heilen. Groß, natürlich groß. Gegenstand. Gönn dir, Butters, gönn dir. Du musst am Leben bleiben, du musst heilen. Sehr schön, 85. Das schaffen wir, Leute. Nicht gut, nicht gut. Einmal getroffen, scheißegal. Butters kann noch heilen. Butters kann noch heilen. Moment, heilende Berührung. Ach, ich bin falsch. Ich bin ja gar nicht für Butters. Ich denke gerade, wo kann ich heilen? So, 43. Leute, wir nähern uns so langsam den Sieg. Alter, Vater hier. Richtig starker, krasser Gegner hier. Einfach gegen die ganze Mongolen-Horde. Ich hab noch 5. Das reicht nicht für eine Fertigkeit, leider. So, go. Go, go, go. Butters, ich glaube an dich. Und an das Herz erkannt. Yes, yes, wir haben sie einfach runtergeworfen. Oh Gott, wir haben die Mongolen vertrieben. Sieg. Genghis Khans Bart bekommen. Oh, Feuerwerk. Yo, no. Yes. Ich krieg aber kein Loot. Oh Gott, ist das toll hier. Oh, ist das toll. Wir haben es geschafft, Leute. Hätte nicht erwartet, dass wir die beim ersten Mal packen, aber wir sind stark. Wir sind gut. Wir haben es einfach nur gerissen. Wir wissen halt, wie der Hase läuft. Ist hier oben nichts mehr? Nö, haben wir nicht. Okay, Leute, mit diesem geilen Feuerwerk werde ich mich verabschieden für diesen Part. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst ein Like und ein Nest und dann werden wir zurück zu den Kollegen gehen bei seinem City-Wok. So, wie ist Ihre Bestellung bitte? Und werden dann sagen, dass wir die Mongolen vertrieben haben. Haben sie besiegt? Und wir werden erst noch kurz den Bart anlegen.
Weil der Bart muss sein. Wir haben einen neuen Bart. Immer die neuesten Sachen. Genghis Khans Bart. Wenn das nicht gut ist, weiß ich auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Seid ein Haufen Supernasser Boys. Reingau, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.